Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hello, hello, hello. What's poppin'? Heute ist Montag. Ich bin den ersten Tag wieder wirklich zu Hause nach der, ich glaube, krassesten Woche seit Jahren. Wir haben Haus gekauft. Ich habe Masterclasses gegeben. Ich bin durch halb Deutschland geflogen, um, ich glaube, eine der krassesten Kampagnen oder die krasseste Kampagne überhaupt zu shooten. Und bin jetzt wieder da und dachte mir, okay, wie starten wir diese Woche mit einem spannenden Auftakt? Ihr habt es Montag wahrscheinlich schon gesehen. Ich habe das komplette neue Rivalaves Mi Sortiment getestet. Und heute möchte ich nochmal so ein bisschen weiter zu Rossmann gehen und euch meine Isana-Favoriten zeigen. Es sind ein, zwei Produkte, die nicht Isana sind, aber dennoch Rossmann Eigenmarke. Ich dachte, es wäre schade, wenn ich die nicht mit reinnehme, weil ich sie wirklich sehr, sehr gerne benutze. Und ich glaube, das zählt. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir diesen Ausrutscher. Aber ich habe richtig, richtig Lust drauf, mit euch über ein paar Drogerieprodukte zu sprechen. Mein Content ist ja doch immer sehr Make-up-lastig. Aber ich weiß, dass ihr euch auch für Produkte interessiert, die jetzt nicht unbedingt Make-up sind, sondern auch Pflege und Haare und so dieses ganze Drogeriethema. Ich finde das total schön. Ich liebe es, hier in den Rossmann zu gehen und einfach so ein bisschen zu bummeln und zu schauen, was gibt es denn gerade Neues. Und das ist in der Drogerie natürlich immer super, super schön, weil da viele, viele neue Produkte kommen. Ich habe heute einige Produkte hier. Ich bin natürlich super gespannt, welche eure Isana-Favoriten sind. Also schreibt sie mir gerne einmal in die Kommentare. Und falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Freunde, wir haben jetzt 95.000. Vielleicht schaffen wir die 100.000. Endlich mal. Ihr würdet mir damit einen Riesengefallen tun. Wir starten. Bevor es losgeht, ganz wichtig für mich, ich habe ein Video von Cindy gesehen. Sie hat ihre Balea-Neuheiten und Balea-Favoriten gezeigt. Das hat mich inspiriert, dieses Video zu machen. Ich verlinke euch Cindys Video selbstverständlich unten unter diesem Video in der Infobox. Vielen Dank für die Inspiration. Ich habe wie immer in den Haul-Videos bzw. Lieblingsprodukten-Videos keine Struktur. Ich greife einfach in die Tüte. Ich war eben nochmal da und habe viele Produkte auch neu nochmal gekauft, einfach um sie euch schön zu zeigen. Das sind aber alles Produkte, die ich definitiv auch nutze. Und so ein Stück Seife lässt sich immer schlecht zeigen, wenn es schon benutzt ist. Wir starten aber mit dem Rivalaves Mi Flawless Baking Powder. Das ist dasselbe Puder oder fast dasselbe Puder wie mit mir. Das gibt es jetzt im Standardsortiment, da bin ich sehr, 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 sehr happy drüber. Ich weiß, dass ihr es geliebt habt und es ist immer schade, wenn ein Produkt aus einer LE dann nicht mehr verfügbar ist. Also wenn ihr das Holy Grails Powder gerne mochtet, das ist der Nachfolger. Ich habe einmal alles vor mich kurz hingelegt, dass ich ein bisschen besser zugreifen kann und wir machen weiter mit einem Nagellackentferner. Ganz wichtig, ich kann euch immer nur meine Erfahrung damit geben. Ich trage natürlich kein Nagellack. Was ich aber ab und zu mache, ist, ich trage von, liegt jetzt nicht hier, von Rivalaves Mi oder von Catrice oder von welcher Marke auch immer, so ein Nail Brightener und so ein Nagel Härter und irgendwann sehen die ja dann auch nicht mehr schön aus und um den wegzukriegen, benutze ich das hier von Isana. Der ist acetonfrei, 100% recyceltes Plastik, Verpackung ist schön. Könnt ihr es mir erklären? Da steht ja immer drauf, fruchtig, frischer Duft. Da riecht doch gar nichts frisch dran. Der ist zwar acetonfrei, aber Nagellackentferner riecht doch immer unangenehm. Habt ihr das Gefühl, dass dieser Duft etwas bringt? Der ist auf jeden Fall gut für so Nagelhärter oder so. Was ich damit auch ganz gerne mache, ist, soll man eigentlich nicht machen, aber weil er acetonfrei ist, ist es okay, wenn ich Beauty-Shots mache, vor allem auf Glasflaschen oder so. Dann kann man mit einem Nagellackentferner sehr gut diese ganzen Foundation-Reste und so wegmachen. Ich habe ja hier beispielsweise so eine Palette von Charlotte Tilbury. Die ist aus hartem Plastik. Gebe ich ein bisschen was rauf. Wenn das so eingebrannt schon ist, so richtig festgetrocknet ist, dann geht das damit immer. Aber ne, soll man nicht unbedingt machen und atmet auch nicht so tief ein. Eine ganz, ganz große neue Empfehlung von mir ist wirklich hier von Rivalaves Mi, das SOS Nagelöl. Pflegt und schützt die Nägel mit Mandelöl und Kollagen. Das riecht nicht nur sehr gut, so ein bisschen nach Pfirsich, aber das pflegt tatsächlich wirklich auch die Nagelhaut. Ihr seht es oft bei mir in den Close-Ups, dass meine Finger, ich bin so ein Pooler. Wenn ich nervös bin und gestresst bin, dann poole ich und um den
die Haut wieder so ein bisschen zu pflegen und um gar nicht dafür zu sorgen, dass ich überhaupt diese Nietnägel bekomme, wo ich dann dran pule, benutze ich wirklich regelmäßig Nagelöl. Ich hatte jetzt auch eins von Catrice. Das habe ich jetzt hier schon fast aufgebraucht. Jetzt kam das aber vor ein paar Tagen und ich dachte mir, das nehmen wir. Und das ist wirklich sehr, sehr gut. Ich zähle es jetzt mit zu Isana. Eine große, große, große Empfehlung, gerade jetzt für den Sommer, ist das Isana Wasserspray. Ich benutze das eigentlich immer nur mit Wasser. Das gibt es mittlerweile auch mit Aloe Vera und mit Kokos. Ich mag das aber sehr, sehr gerne einfach an den Beinen oder an den Armen, wenn es wirklich, wirklich heiß ist. Wir kommen jetzt in die Jahreszeit, einfach so ein bisschen über eure Haut und das fühlt sich richtig, richtig gut an. Das ist wie Schwitzen, nur nicht so eklig. Wisst ihr, was ich meine? Wie schwitzen, nur nicht so eklig. Nein, das ist wirklich eine gute Sache. Im Gesicht kann man das auch benutzen. Ich benutze es meistens wirklich auf dem Körper, am Halsbereich, im Dekolleté. Ich kriege ja oft so rote Flecken am Hals, wenn ich gestresst bin oder wenn mir sehr, sehr heiß ist. Und dann einfach so ein ganz, ganz leichter Sprühnebel sorgt einfach dafür, dass man so ein bisschen runterkommt. Ich blende euch auch immer die Preise ein. Ich habe für den ganzen Einkauf jetzt hier knapp 20 € bezahlt. Das ist wirklich gut. Also die Preise sind ja eh bei allem gerade extrem in die Höhe gegangen. Ich bin froh, dass die Drogerie noch nicht so krass davon betroffen ist. Mir sind jetzt noch nicht so viele Produkte aufgefallen, die wirklich wesentlich teurer geworden sind. Aber ich gehe tatsächlich wirklich immer gerne mit den Eigenmarken. Also sei es bei Edeka, sei es bei Kaufland, sei es bei wo auch immer. Die Eigenmarken sind wirklich sehr, 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 sehr gut. Und ich habe mich, bin ich ehrlich mit euch, so eine kleine Story. Ich habe mich früher immer geschämt, wenn ich nur Ja-Produkte gekauft habe. Total bescheuert eigentlich tatsächlich, ne? Und ich habe dann immer, weiß ich noch, ich hatte gar kein Geld. Und wenn ich dann mal durch ein paar Flaschen oder so 1, 2 € hatte und mir dann Sachen gekauft habe, habe ich natürlich immer nur die Ja-Produkte gekauft. Und mir war das aber dann trotzdem immer peinlich, weil man hat ja selbst so ein Bild irgendwie gehabt, wie das Leben so sein soll und dann habe dann das immer umgedreht. Und das ist rückblickend, schäme ich mich dafür, dass ich mich dafür geschämt habe, weil es einfach nichts Falsches ist, Eigenmarkenprodukte zu kaufen. Und mittlerweile forciere ich das tatsächlich auch, weil die Eigenmarken sind wirklich sehr, sehr gut und das Geld fällt nicht vom Himmel. Und wenn ich überlegen muss, kaufe ich mir den Nagel oder wenn ich überlege, kaufe ich mir den Nagellackentferner für 79 Cent oder den Nagellackentferner für 1,49, am Ende entfernen sie beide den Nagellack. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen wollte ich euch kurz erzählen. Ich glaube, das ist wichtig, dass ihr auch so ein bisschen versteht, woher ich komme und wie sich so dieses Drogeriethema bei mir entwickelt hat. Und Eigenmarken sind eine tolle Sache. Ich liebe die Eigenmarken. Weiter geht's, Freunde. Es war emotional genug. Eine Handcreme. Ich benutze ja eigentlich immer die von Camille, weil ich die immer sehr, sehr gut fand. Ich habe jetzt aber die Hand- und Nagelcreme von Isana. Die ist genauso gut. Die riecht auch genauso gut. Die ist ein bisschen weicher von der Konsistenz her, aber ich creme mir meistens 20 Mal am Tag die Hände ein und ist so ein Tick von mir. Wenn ich mir die Hände gewaschen habe, also meine Finger dürfen sich nicht mehr berühren und dann muss ich mir erst die Hände eincremen, sonst kann ich nichts machen. Ich werde richtig kirre dann und da reicht dann sowas einfach nur so ein bisschen für dieses feuchte, cremige Gefühl an den Händen. Die mag ich, wie gesagt, sehr, 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 sehr gerne und für den Preis ist das auch völlig in Ordnung. Was jetzt neu ist, recht neu, ich habe jetzt vor ein paar Tagen schon mal getestet und dachte mir, ich nehme jetzt nochmal wirklich alle mit, sind die Isana Hydrogel Augenpads. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch mit Augenpads aus der Drogerie, bin ich ehrlich, weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, da ist sehr, sehr viel Wasser drin und wenig anderes. Aber wofür die ganz gut sind, meine Meinung, sind, um so Trockenheitsstellen unter dem Auge zu kaschieren. Ich hatte ja jetzt einen sehr, sehr. Ich habe hier ein Haar im Bart. Ich hatte jetzt einen recht spannenden Shoot in Frankfurt und wollte dann, weil ich mich so oft geschminkt habe und wieder abgeschminkt habe, einfach zwischendurch meinen Augen oder der Haut unter den Augen so ein bisschen Ruhe geben. Und dafür sind diese Augenpads völlig in Ordnung. 79 Cent kosten die aktuell. Gibt es mit Kokos. Ich hatte die letzten Mal mit Hydro Intense Effect.
mit Aloe Vera, gibt es aber auch mit Wassermelone. Bin ich gespannt, werdet ihr im Aufgebraucht-Video dann sehen. Was ich immer total gerne mitnehme, sind die Limited Editions von Isana. Es gibt Duschgele davon, es gibt Deos davon, es gibt Bodysprays davon. Die habe ich mir letzte Woche schon gekauft und ich dachte, ich muss sie jetzt unbedingt nochmal mitnehmen. Das ist die Isana Body Lotion. Eine wirklich. Ich bin ja vom Dufttyp her eher so ein bisschen herb. Ich rieche gerne nach Holz und Pfeffer und Tabak und so. So ein. Ich wollte jetzt gerade sagen, so ein Daddy-Geruch, das sieht man mir, glaube ich, gar nicht an, ne? Aber ich mag diese sehr, sehr schweren Düfte. Aber ab und zu kommt bei mir diese kleine, fruchtig-frische Obstsalatmaus raus. Und dann mag ich diese frischen Düfte. Und die Sunset Beach Limited Edition mit Kokos, Papaya und Pfirsich ist eine tolle Kombination zum nächsten Produkt. Ich probiere, wenn ich rieche, ich habe ja viele Düfte von Larisee, probiere ich dann so eine Duftgeschichte irgendwie im Alltag zu erzeugen. Das Duschgel ist dann ein bisschen fruchtiger, die Creme ist ein bisschen fruchtiger, vielleicht benutze ich ein Bodyspray am Nachmittag und dann einen sehr fruchtigen Duft. Die sind sehr, sehr gut, die pflegen gut, die zieht sehr, 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 sehr schnell ein. Also das mag ich gerne. Das ist immer so ein bisschen tricky, dass die meisten günstigeren Produkte nicht so schnell einziehen. Gar kein Problem damit. Ich hatte es kurz angesprochen, das ist dieses Spray hier, das ist das Sweet as a Peach. Das war eine Limited Edition, der steht aber eben immer noch bei mir. Ihr seht es, ich habe auch noch nicht so viel davon aufgebraucht, obwohl ich es recht regelmäßig benutze. Das ist ein Produkt, das gebe ich gerne nach einem sehr, sehr langen Tag über meinen Körper. Wenn ich den ganzen Tag unterwegs war und dann abends jetzt nicht noch Bock habe zu duschen, eincremen und dann. Oh. Es riecht einfach so toll. Es erinnert mich an meine Kindheit in Italien. Diese Bodysprays oder Bodyfragrance sind keine Parfums, ne? Also die halten nicht den ganzen Tag, aber sie geben erstmal diesen erfrischenden Effekt. Und dafür mag ich das und ich mag den Duft sehr, 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 sehr gerne. Er riecht wie Pfirsicheistee. Oder eins der besten Produkte, die ich glaube letztes Jahr schon entdeckt habe, ich habe es mir jetzt endlich geschafft nachzukaufen, ist von Isana das Pure Serum mit Hyaluronsäure und Panthenol. Das ist wirklich günstig, aber es ist eins der besten Hyaluron-Seren für diesen schnellen Effekt, vor allen Dingen unter dem Make-up. Das zieht sehr schnell ein. Die Viskosität ist typisch Hyaluronsäure. Ich swatche es euch einmal kurz, so ein Texturswatch. Recht dickflüssig, aber nicht zu dick. Es zieht sehr schnell ein. Es pflegt sehr, 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 sehr gut und das interferiert nicht mit dem Make-up, was ich zumindest häufig benutze. Das ist natürlich auch auf Wasserbasis. Dann benutze ich auch gerne Make-up mit Wasserbasis. Was man damit auch sehr, sehr gut machen kann, ist, wenn man eine Foundation hat, die einem zu trocken ist, die einem zu pastig ist. Ein Tropfen diese Hyaluronsäure damit rein. Die Foundation muss aber auf Wasserbasis sein, ne? Die darf nicht auf Ölbasis sein. Rein mischen und ihr habt dann wirklich so eine super, super Wet Skin Foundation. Sehr, sehr große Empfehlung. Ohne Parfum, ohne Silikone, ohne Paraffine, ohne Mikroplastik. We love that. Dann habe ich hier einen Schaumfestiger. Und ich habe ja mittlerweile den Dyson Airwrap. Und okay, heute habe ich ihn nicht benutzt. Sieht man, ich sehe gleich ein bisschen platter aus. Aber der ist wirklich gut. Der gibt einfach so ein bisschen Volumen. Ich nehme nicht zu viel. Ich finde, es ist egal. Wenn man zu viel von etwas benutzt in den Haaren, dann wird es sehr, sehr schnell schwer und die Haare sind so ein bisschen beschwert. Das hier wirklich eine kleine, ja, haselnussgroße Menge reicht bei mir tatsächlich schon. In die Haare einkneten und dann einfach ganz normal föhnen oder halt mit dem Dyson Airwrap die Locken halten, dann viel, 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 viel länger. Und ich mag den Geruch davon sehr, 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 sehr gerne. Eine Sache, die ich immer wieder nachkaufe, und das ist auch so etwas, wisst ihr, ich verstehe, wenn man bei manchen Produkten sagt, okay, man kauft lieber die High-End-Version, ne, oder die teurere Version, aber bei diesen Basics, 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 wie Wattestäbchen. 200 Stück, das Ding hat 60 Cent gekostet und sehr, sehr großes Lob, muss ich sagen. Selbst die Verpackung ist jetzt nicht mehr aus Plastik, sondern auch komplett aus Papier. Früher waren ja die Stäbchen noch aus Plastik, sind sie ja schon lange nicht mehr. Jetzt aber auch wirklich die Verpackung, 200 Stück, die halten bei mir ewig. Ein Produkt auch nochmal für die Haare, was ich euch unbedingt mit auf den Weg geben möchte, vor allen Dingen den Jungs oder euch mit kurzen Haaren. Dieses fühl dich gedrückt Volumen Powder. Das ist auch von Isana. Das ist eine Limited Edition. Heute ist es das Lama, morgen ist es der Waschbär, übermorgen ist es das Schaf. Das ist ein Volumenpuder. Das gibt es auch von
Oasis, glaube ich, ist eine High-End-Haarmarke. Das gibt wirklich dieses krasse Volumen in den Haaren. Das trocknet die Haare so ein bisschen aus oder es fühlt sich zumindest sehr trocken auf den Haaren an. Ich habe es heute tatsächlich benutzt. Ich habe mir gestern Abend so eine Haarspülung in die Haare gegeben, die man aber nicht auswäscht. Und ich fand heute Morgen sah alles so ein bisschen nicht fettig aus, aber nicht so matt. Ich mag gerne matte Haare und dafür ist das sehr, sehr gut. Es gibt extrem, extrem Halt, auch zum Ansatz, ne? Wenn ihr einen platten Ansatz habt oder wenn eure Haare sehr, sehr dünn sind und ihr einfach ein bisschen Volumen reingeben wollt, minimal auf den Ansatz einmassieren wie ein Trockenshampoo und ihr seht aus, als wärt ihr gerade aus Hollywood gekommen. Ein Thema, über das wir reden müssen, sind Füße. Und mir ist es neulich aufgefallen, ich gehe weder zur Maniküre noch gehe ich zur Pediküre, ne? Weil sieht ja keiner. Aber ich habe neulich eine Blase gehabt am Fuß. Und das war nicht so eine Blase wie vom Scheuern, sondern unten an der Fußsohle war so eine Blase. Und die musste ich mir entfernen lassen, weil das einfach beim Laufen weh tat. Und dann habe ich mich mit meinen Füßen ein bisschen weiter auseinandergesetzt und habe gedacht, okay, ich muss mir die Füße eincremen. Und das mache ich jetzt tatsächlich jeden Tag, vor allen Dingen an den Nägeln. Ist das hier von Fußwohl, das Pflegebalsam. Funktioniert auch sehr, 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 sehr gut als Handcreme, aber auch hier ohne Mikroplastik mit Avocado und Mandelöl. Und die zieht tatsächlich sehr schnell ein. Was ich manchmal mache, wenn Danny und ich uns nicht sehen abends, mache ich ganz, ganz die Creme ran, dann ziehe ich mir so Mikrofasersocken an und dann gehe ich damit ins Bett und am nächsten Tag denkst du dir, deine Füße sind gerade frisch geboren. Sehr, 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 sehr gut. Das Produkt musste ich mit reinnehmen. Das ist die Rival de Loop Hyaluron Make-up Foundation, jetzt in der Farbe 4 Cent. Ich liebe die vor allen Dingen im Sommer und die funktioniert fantastisch mit dem Hyaluronsäureserum. Also wenn ihr so eine ganz, ganz, wie so eine gepflegte Tagespflege haben wollt, ein Tropfen hiervon, wartet, ich zeige es euch. Ein Tropfen hiervon, ein Tropfen davon. Gut vermischen, wirklich gut vermischen. Und dann habt ihr wie so ein Tinted Serum. Also wirklich wie so eine getönte Tagespflege. Sehr, 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 sehr zart. Ihr müsst sie gut miteinander vermischen, dass sich die einzelnen Bestandteile gut miteinander verbinden. Aber fantastisch. Vor allen Dingen, wenn man nicht so ein Full-Coverage-Make-up haben möchte, so wie ich jetzt. Was ich heute trage, seht ihr die Tage tatsächlich auf Instagram. Einige von euch haben es tatsächlich auch schon bei Rossmann gesehen. Aber kommen wir noch zu. Zwei Produkte habe ich tatsächlich noch, die völlig in Ordnung sind. Genau dafür. Feuchte Kosmetiktücher. Bitte schminkt. Bitte, 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 bitte. Schminkt euch nicht mit Kosmetiktüchern ab. Das ist wirklich, wirklich nicht gut. Macht eure Finger damit sauber. Ihr könnt korrigieren, ein bisschen Lidschatten unter den Augen wegmachen. Aber abends abschminken, Freunde. Das ist wirklich nicht gut. Nein, wir haben noch drei Produkte. Ich habe sie euch neulich schon in dem Video gezeigt. Das ist die Sun Ozone Hyaluron Sonnenfluid Creme mit Foundation. Lichtschutzfaktor 50. Fantastisch. Funktioniert sehr, 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 sehr gut. Und der Make-up benutze ich aktuell jeden Tag. Und das ist so, so krass. Du siehst innerhalb wirklich von ein, zwei Wochen, wenn das Wetter gut war, so eine krasse Veränderung der Haut durch Lichtschutzfaktor. Die Haut wird einfach viel, viel ebenmäßiger. Und diese kleinen Flecken oder diese Unebenheit geht einfach wirklich so schnell weg, weil die Haut sich auch recht relativ schnell erneuert. Und ich benutze viel Retinol, ich benutze viel verschiedene Pflegeprodukte und da ist es einfach super, super wichtig, Lichtschutzfaktor zu tragen. Sehr, sehr große Empfehlung, kostet glaube ich 4,99, hält aber Ewigkeiten. Ich habe mir jetzt auch ein Backup gekauft, weil es die nur stationär gibt. Und zu guter Letzt das Baby Dream Baby Powder. Das ist im Sommer, Freunde, ist das wirklich echt gut. Vor allen Dingen, wenn man weiß, man ist länger draußen und man schwitzt vielleicht ein bisschen stärker oder man möchte sich einfach nicht so klebrig fühlen. Ich habe nicht das Problem, dass ich stark schwitze, Gott sei Dank, aber du fühlst dich dann irgendwann so ein bisschen klebrig an und dann so ein bisschen Babypuder hier, vor allen Dingen an den Hals oder auch nach dem Rasieren sehr, sehr gut oder aufs Dekolleté. Probiert es aus, ganz, ganz dünne Schicht, ihr könnt damit sogar baken. Und das, Freunde, sind tatsächlich meine Isana bzw. Rossmann Eigenfavoritenprodukte. Ihr könnt mit Drogerieprodukten und Eigenmarken extrem viel Geld sparen. Probiert die Sachen also gerne aus. Ich weiß, dass ihr es liebt. Ich bin super gespannt, was eure Isana-Favoriten sind. Ich freue mich auf eure Kommentare. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss!